Beim österreichischen Rundfunk darf ich mich bedanken, dass er diese wichtige Debatte auch den Zuseherinnen und Zusehern vor den Bildschirmen zugänglich gemacht hat. Die Einberufung der nächsten Sitzung des Bundesrates wird auf schriftlichem Weg erfolgen als Sitzungstermin. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn appellierte in der heutigen Bundesratssondersitzung für mehr europäisches Selbstbewusstsein. Das Credo: die Wirtschaft stärken. Ein klares Nein kam zu einer EU-Erweiterung in den nächsten Jahren. Das sei rein technisch nicht möglich. Die Regierungsparteien lobten die positiven Auswirkungen des Vertrags von Lissabon. Die FPÖ kritisierte naturgemäß die Europäische Union und die Grünen forderten ein sozialeres Europa. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Interesse. Weiterhin informatives Fernsehen mit Kultur und Information auf ORF 3. Schönen Nachmittag.